Die Nationalrätin und Spitzenkandidatin für den Bezirk Bruck, Katharina Kucharowicz, und der niederösterreichische Spitzenkandidat Rudi Silvern luden ins SPÖ Service Center in Schwechat und präsentierten ihre Schwerpunktthemen für die kommende Nationalratswahl. Ziel ist natürlich, dass wir eine erfolgreiche Wahlkampagne schlagen und dass wir Sozialdemokraten es schaffen, am 29. September die türkis-blaue Mehrheit in diesem Land zu brechen. Das ist die Voraussetzung, dass die Änderungen, an die wir glauben, von denen wir überzeugt sind, dass sie richtig sind, tatsächlich auch eine realistische Chance haben, nach der Nationalratswahl in diesem Land umgesetzt zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es natürlich starke Kandidaten. Für den Bezirk Bruck an der Leiter geht Katharina Kucharowicz ins Rennen. Für sie spielt unter anderem das Thema Verkehr eine wichtige Rolle. Wir ersticken im Stau. Wenn ein Unfall ist, wurscht ob auf der A4 oder der S1, stehen einfach alle Gemeinden. Und wir haben einfach das Recht aufs Wohlfühlen und auf eine lebenswerte Region. Und deshalb fordern wir den Ausbau von Öffis, den attraktiven Ausbau und von bezahlbaren Öffis, zum Beispiel das 365-Euro-Ticket, das ganz, ganz wichtig ist, auch klimapolitisch. Weitere Schwerpunkte für die Spitzenkandidatin vom Bezirk Bruck an der Leiter sind Bildung und leistbares Wohnen. Also runter mit den Mieten auf ein Viertel des Einkommens. Wir liegen jetzt im Moment bei fast der Hälfte und das ist einfach zu viel, weil Wohnen ein Grundrecht bleiben muss. Was kann man tun? Auf der einen Seite mit ganz gezielten, konkreten Förderungen, Stichwort Baurechtsaktion, aber auch mit der Schaffung eines Sekundärmarktes für gemeinnützigen Wohnbau. Das ist eine langjährige sozialdemokratische Forderung, nämlich eine Zweckbindung für gemeinnützigen Wohnbau in der Raumordnung einzuführen, wie das Wien beispielsweise schon getan hat. Das ist absolut notwendig. Und last but not least, die Maklergebühren abzuschaffen. Wenn wir über 2 oder 3 Monate Maklergebühren, also in dieser Höhe nachdenken, dann sagen wir gleich einmal 1.000, 2.000, 3.000 Euro bei der Wohnraumbeschaffung, sozusagen, die sich die Menschen da ersparen. Für Niederösterreich-Spitzenkandidaten Rudolf Silvern spielt im Bezirk Bruck an der Leiter vor allem der Flughafen eine wichtige Rolle. Die viel diskutierte dritte Piste sieht Silvern als eine notwendige Maßnahme. Es hat nämlich diesen Vorteil, dass Flugzeuge hier in Wien-Schwechat schneller abgefertigt werden können, das heißt schneller landen können, schneller starten können und nicht ihr Runden rund um Wien fliegen. Also es hat schon etwas auch dazu, trägt auch schon etwas dazu bei, wenn man die dritte Piste baut, zur Klimaentlastung. So, das klingt jetzt momentan ein bisschen paradox, ist aber so. Wir haben sich da verschiedene Experten bedient und die alle das Gleiche sagen, es wird Wien nach wie vor, egal was wir tun, wird hier ein Drehkreuz bleiben. Deswegen ja zur dritten Piste, hilft der Klimaentlastung, auch der Lärmbelastung hier in der Umgebung und schafft zusätzlich neue Arbeitsplätze. Fazit: Türkisblau muss gebrochen werden. Sozusagen, wir sind, glaube ich, ganz gut unterwegs. Wir werden am 6. September mit einer großen Veranstaltung mit der Bundesparteivorsitzenden in Korneuburg und am 7. September mit dezentralen Regionalveranstaltungen 4 insgesamt in Niederösterreich als Landespartei in diese Wahlauseinandersetzung oder in die Intensivphase dieser Wahlauseinandersetzung eintreten und starten. Und ich bin überzeugt, dass wir unsere Ziele erreichen werden.